In diesem Video präsentiere ich euch meine persönlichen 5 Vorteile einer Kücheninsel und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und zu der einen oder anderen guten Küche gehört natürlich auch eine Kücheninsel. Und meine persönlichen 5 Vorteile einer Kücheninsel sind: Bei der individuellen Planung einer Kücheninsel kann ich verschiedene Aspekte herziehen. Zum einen die Größe. Ich kann die Kücheninsel rechteckig, ich kann sie quadratisch, ich kann sie sogar in unterschiedlichen Buchstabenformen, zum Beispiel in einer L-Form planen. Also ich bin hier je nach Raumvorgabe sehr flexibel. Ich kann in die Insel Sitzplätze integrieren. Ich kann eine reine Staurauminsel generieren. Ich kann eine Insel planen, die eine reine Arbeitsinsel ist, kann eine Insel planen als Kochinsel, als Spüleninsel. Ich kann aber auch auf einer Insel kochen und spülen miteinander vereinen. Also man ist hier sehr, sehr flexibel und auch bei der Positionierung der Insel kann man die Insel frei in den Raum planen oder, wie hier in unserem Beispiel, wandgebunden und dann sogar noch mit Aufsatzschränken, mit Vitrinenschränken individualisieren. In meinen Augen darf die Kücheninsel natürlich auch nützlich sein und somit sind wir bei Vorteil Nummer 2. Und was verstehe ich jetzt unter dem Thema nützlich? Für mich sollte die Kücheninsel Arbeitsfläche generieren und Stauraum generieren. Zum einen bei der Arbeitsfläche wichtig für eure Küchenplanung, egal ob jetzt mit oder ohne Insel, legt ihr fest, wie viele Personen in der Regel gleichzeitig in der Küche arbeiten und wie viel Platz jede einzelne Person benötigt. Und das ist dann halt der Ausgangspunkt für die Planung eurer Arbeitsfläche. Nicht Abstellfläche, sondern wirklich Arbeitsfläche. Und die ist natürlich so wie hier in so einer Wohnraumlösung natürlich wichtig und gehört dann hier auf die Kücheninsel. Und unsere Arbeitsfläche ist eingegrenzt links von mir mit der Spüle und rechts mit der Kochstelle. Natürlich Kochstelle auf der Insel haben wir hier noch eine integrierte, in die Arbeitsplatte integrierte Lüftung, die natürlich hier für saubere Luft sorgt und der Rest der Küche beziehungsweise der Kücheninsel ist Stauraum, um halt hier auch wirklich den Nutzen hervorzuheben. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist dann die Steckdose in der Insel, weil man muss auch das ein oder andere Kleingerät, den Küchenhelfer mit hier integrieren und berücksichtigen. Und wenn wir schon hier die Wasserstelle in der Insel haben, bietet es sich natürlich auch an, den Geschirrspüler mit zu integrieren. Aber je nach Design muss ja nicht nur der Geschirrspüler seinen Platz finden, sondern ihr könnt natürlich auch andere Geräte in die Insel integrieren, die für euch nützlich sind. Zum Beispiel eine Wärmeschublade oder auch der Backofen / der Herd, wenn man das dann Ganze als Herdlösung mit ausführt. Ja, jetzt haben wir gerade in einer Wohnküche gestanden, in einer offenen Wohnraumplanung und machen damit auch gleich weiter und kommen schon hier zum Vorteil Nummer 3, denn die Kücheninsel kann man ganz anders planen als eine reine Küchenzeile oder ein L. Man kann die Kücheninsel sehr, sehr stilvoll planen. Das hat den Vorteil, dass natürlich die Insel dem Raum schmeicheln kann, indem man verschiedene Dekore in die Insel integriert, die Dekore natürlich zum Raum passen, wie gesagt, den Raum schmeicheln oder wie hier, dass wir hier einen Raumteiler generiert haben mit einem Sichtschutz. Der Sichtschutz dann auch nochmal dreidimensional, also der kommt nach vorn, hat eine andere Bodenbindung als die Kücheninsel selber. Somit ist die Kochstelle leicht verdeckt,
hat den Vorteil, dass wenn doch mal der ein oder andere Spritzer daneben geht, dass der noch aufgefangen wird und dass man vom Essbereich oder vom Wohnzimmer nicht direkt auf die Töpfe schauen kann. Ja, und das Ganze halt auch noch ein Stück weit ja, stilvoll umgesetzt, denn wir haben auch hier noch eine kleine Bar integriert. Ja, und wenn wir über Stil reden, haben wir ja hier eine grifflose Kücheninsel und die obere Kehlleiste, die obere Griffspur beleuchtet. Also haben wir hier ein Ambientelicht, was natürlich auch dafür sorgt, dass die Arbeitsplatte eine schwebende Optik bekommt. Und somit haben wir hier ein richtig schönes Stilelement. Bei der Planung einer Kücheninsel kann man natürlich auch, ja, wenn der Kunde es zulässt, wenn der Raum es zulässt, seiner Fantasie freien Lauf lassen und ja, verschiedene Kücheninseln immer einzigartig gestalten. Wie kann das aussehen? Eine Kücheninsel kann natürlich nicht wie diese hier fest auf dem Boden sein, sondern die kann auch auf Rollen stehen und im Raum frei beweglich sein. Die Kücheninsel kann mit, wie hier, einem Sichtschutz ausgestattet werden, der dann natürlich auch gleich wieder eine Funktion hat. Also hier vermischt sich dann die Einzigartigkeit mit der Nützlichkeit. Dann haben wir hier zwei unterschiedliche Arbeitsplattenstärken. Im Kochbereich etwas niedriger, im Spülenbereich etwas höher. Also auch hier wieder mit die Ergonomie berücksichtigt. Dann, wie wir es vorhin schon gesehen haben, kann ich natürlich auch mit Lichtelementen ganz anders arbeiten. Und ja, hier haben wir eine Sitzplatzlösung integriert, quasi am Ende der Küche. Aber es kann natürlich auch mitten in der Kücheninsel generiert werden, dass man dort wie eine Art Tresen dann nochmal 2, 3 oder sogar 4 Plätze, je nach Größe, schaffen kann. Und die Rückseite kann aber auch mit geschlossenen und Glasschränken gestaltet werden. Das Ganze natürlich auch einzigartig gestaltet, wenn die Kücheninsel nicht wie hier eckig, sondern rund ist. Also wie ihr vielleicht merkt, ist mit meinem Vorteil Nummer 4 sehr, sehr viel möglich für eure Raumgestaltung und für die Planung eurer Kücheninsel. Die besten Partys finden immer in der Küche statt oder alternativ an der Kücheninsel. Und das ist auch schon unser Vorteil Nummer 5. Denn wir haben gerade hier an diesem Beispiel einen klassischen Kommunikationsmittelpunkt und halt auch die Verbindung zwischen Küche und Wohnzimmer. Wir haben hier große Arbeitsbereiche für mehrere Leute, dass man halt hier wirklich miteinander kochen kann, miteinander agieren kann. Und wir haben das Ganze ergänzt hier, diese Kücheninsel mit einem großzügigen Sitzbereich, wo man sich nach getaner Arbeit niederlassen kann, genießen kann, kommunizieren kann oder halt während ja, 1, 2 Leute hier kochen, können die anderen sich schon mit an den Tisch setzen, Glas Wein trinken, Tasse Kaffee, ein Espresso. Also hier wirklich das Leben genießen und das Leben miteinander verbringen. Das waren meine persönlichen 5 Vorteile der Kücheninsel. Gern dürft ihr in die Kommentare eure Vorteile für eine Kücheninsel schreiben. Ich bin sehr gespannt. Die oder der Großteil der Schnittbilder stammt aus unseren Kundenprojekten, also aus Küchen, die wir real umgesetzt haben. Im Link findet ihr dann die Playlist, wo ihr euch nochmal die Küchen in Gänze anschauen könnt. Dann haben wir zum Thema Kücheninsel auch eine Playlist, wo es auch um Abstandsflächen geht, wo es um Größen der Insel geht. Also da könnt ihr auch gern reinschauen, wenn ihr selber eine Kücheninsel plant. Und unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.